Spaß bei Sache, Spaß bei der, Spaß bei Sache. Nochmal. Spaß bei der Sache, ja, das haben wir, kein Problem. Auch die Europa League und die Conference League kommt zum Jahresabschluss in dieser Woche. Und da müsst ihr natürlich vorbereitet sein auf das, was da kommt. Da helfen wir euch gerne, natürlich mit Marcello. Ahoi, Carsten. Ahoi, ja, du gehst auf Kreuzfahrtreise, Weihnachten, weiß ich schon. Sag uns doch schnell deine Auswertung. Genau, Carsten, wir schauen auf die Auswertung. Hier seht ihr es in der Übersicht. 10 abgegebene Tipps, jeweils 2 habe ich ja zu 2 Partien abgegeben, deswegen waren es unter dem Strich 10 abgegebene Tipps. 5 davon waren richtig. Unter anderem habe ich beide Tipps auch zum Leverkusen-Spiel getroffen. Das war insofern interessant, weil das durchaus hohe Quoten waren. Allgemein seht ihr auch hier anhand der Quoten, dass natürlich einige Spiele mit dabei waren, wo ich bis ins Risiko gegangen bin. Das wird sich an diesem Spieltag nicht ändern, denn auch diesmal gilt wieder, einige Mannschaften sind bereits sicher durch. Bei einigen Mannschaften geht es nur noch um die Platzierung und bei einigen Mannschaften geht es um gar nichts mehr. Deswegen sehr, sehr schwer zu tippen. Deswegen sollte man immer auch den Einsatz entsprechend anpassen, wenn man trotzdem darauf tippen möchte. Und deswegen legen wir gleich los mit den West Ham Hammers gegen den SC Freiburg. Das machen wir und gerne nehmen wir auch ein Abo von euch entgegen, denn ja, auch wir freuen uns Weihnachten, wenn die Gemeinde größer wird. Ja, die Hammers gegen Freiburg. Und da beginne ich mit einer Personalie, Carsten, die momentan in der Form seines Lebens ist, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber Michael Gregoritsch, ja, der hat in seinen letzten 3 Pflichtspielen für die Freiburger 5 Tore erzielt und nicht nur das, er hat das Siegtor erzielt in Mainz, er hat das Siegtor erzielt in Freiburg und in beiden Auswärtsspielen waren die Freiburger eigentlich die deutlich schwächere Mannschaft, aber trotzdem schafft es momentan die Mannschaft von Christian Streich irgendwie diese Spiele, die so auf der Kippe stehen, beziehungsweise in denen man eigentlich die schlechtere Mannschaft ist, auch zu gewinnen. Und das ist auch eine Qualität auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt nicht ändern wird. Also zumindest das, dass man wiederum die schlechtere Mannschaft sein wird. Denn West Ham hat die letzten 9 europäischen Heimspiele allesamt gewonnen. Die waren in der Liga zuletzt richtig gut in Form, haben unter anderem unter der Woche auch bei Tottenham auswärts gewonnen. Auch das war eine Ansage. Und das Einzige, worauf sie ja aufpassen müssen, ist eben auf die starke Offensive der Freiburger. Denn die haben in 5 Partien bereits 17 Treffer markiert. Deswegen, ich glaube unter dem Strich trotzdem, dass die Hammers hier das Spiel gewinnen werden, dementsprechend auch den Gruppensieg holen und dafür gibt es eine Quote von 1,75 für den Heimsieg der Irons. Leverkusen empfängt Molde und das ist ja eher ein Bonusspiel. Machen wir uns nichts vor. Nein, da brauchen wir uns nichts weiter vormachen. Deswegen gehe ich auch mal etwas tiefer in die Materie rein, was die Personalie angeht bei Leverkusen. Nämlich Matej Kowa, das ist der Ersatztorwart, der Backup von Lukas Radetzky. Und der spielt bislang wirklich auch eine sehr, sehr gute Saison. Ja, kam vor der Saison von Manchester United, ist noch ein junger Torhüter. Das heißt, er wird so peu à peu aufgebaut als Nachfolger von Radetzky. Sehr, sehr interessant, was die Leverkusener da machen. Er steht in der Europa League im Tor. Er steht aber auch im DFB-Pokal im Tor. Das heißt, er hat auch diese Spielpraxis, die es braucht. Und auch in der Europa League hat er bereits 3-0 gespielt. Aber was natürlich noch mehr herauszuheben ist, ist die Offensive. Die hat bisher sehr, sehr viele Tore erzielt in der laufenden Europa-League-Saison. Und das, obwohl eben viele Spiele auch geschont werden. Das wird sich am Donnerstag nicht ändern. Und trotzdem sage ich, Leverkusen trifft in beiden Halbzeiten gegen Molde zu einer Quote von 1,83. Denn klar ist auch, Molde muss nach vorne spielen. Sie müssen in Leverkusen mehr Punkte holen als Karabakh zu Hause gegen das Schlusslicht aus Hecken. Eigentlich nur, wenn Molde gewinnen sollte, haben sie noch eine kleine Chance auf das Weiterkommen. Wobei wahrscheinlich auch das nicht reichen wird. Und deswegen glaube ich an Leverkusen, dass sie einfach so gefestigt und so stabil sind, dass sie auch diesmal in beiden Halbzeiten aufgrund des gravierenden Qualitätsvorteils gegen Molde treffen werden. Es geht um Gewinnen und wenn ihr auch gewinnen wollt, hier haben wir ein Gewinnspiel, was echt vielversprechend ist. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Wir kommen zur Partie LASK gegen Toulouse und da Toulouse ein Vertreter aus Frankreich ist, können wir das Thema auch etwas ausführlicher behandeln, denn wir haben einen Experten dabei. Bonjour Alexis Menuch. Bonjour Messieurs, bonjour Carsten. Toulouse, sind die in der Lage, den LASK rauszuhauen? Ich bitte dich, Gott sei Dank, sonst hätte Toulouse den Pokal erstmal nicht gewonnen im letzten Mai und eine Mannschaft, die zu Hause völlig verdient gegen Liverpool gewinnt, kann auch, glaube ich, in Linz die 3 Punkte einholen. Toulouse ist definitiv weiter im Europapokal, nur in welchem, das ist die große Frage. Wird man am Ende Zweiter oder Dritter, aber in der Liga tut man sich unheimlich schwer. Man spielt gegen den Abstieg der Trainer, der Spanier Martinez Novell steht vor dem Aus.
Also freut man sich schon auf die Winterpause beim TFC, aber es ist schon ein Erfolg, dass man im Europapokal überwintert. Und man wird trotzdem alles versuchen, um am Ende Platz 2 zu erringen. Und dafür braucht man auch die Hilfe von Liverpool. Gibt es Personalien, die wir berücksichtigen müssen bei diesem Match? Ja, bei Toulouse auf jeden Fall, weil es gibt den einzigen Deutschen, der momentan in der Liga aktiv ist, Niklas Schmidt, der Ex-Bremer, in Südfrankreich gesetzt, hat relativ schnell Fuß gefasst in einem neuen Land, neue Kultur. Also das hat er gut gemacht, ist sehr kreativ, sehr kompletter Spieler. Und er will auch in der Europa League am liebsten überwintern, aber er macht es richtig gut und ich gehe fest davon aus, dass er auch in Österreich von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Marcel, siehst du für die Österreicher gute Möglichkeiten? Ja, tatsächlich bessere als Alexi, denn sei mal so gesagt, ich gehe auch davon aus, dass Toulouse als Zweiter weiterkommen wird in dieser Gruppe, aber nicht, weil sie jetzt auswärts gewinnen oder auswärts einen Punkt holen vielleicht beim LASK, sondern weil Liverpool einfach das Parallelspiel gegen Royal Union, Saint-Gilloire, gewinnen wird. Und das reicht dann Toulouse eben, die müssen eigentlich selbst gar nichts mehr machen, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben gegen die Belgier. Und ich sag mal so, der LASK ist extrem heimstark. Sie haben in der laufenden Saison schon Sturm Graz zu Hause geschlagen. Sie haben Royal Union 3-0 zu Hause bezwungen. Sie haben auch gegen Liverpool selbst zur Halbzeit 1-0 zu Hause geführt. Deswegen darf man das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und auch allgemein sind sie in 9 der letzten 14 europäischen Heimspiele ungeschlagen geblieben. Nicht nur das, sie haben sogar diese 9 von 14 Partien gewonnen. Deswegen glaube ich schon aufgrund der Heimstärke und aufgrund der Tatsache, dass der LASK auch im Hinspiel nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft war in Toulouse, dass der LASK eben das Spiel nicht verliert. 1x auch hier in Verbindung mit maximal 3 Treffern im Spielverlauf zu einer Quote von 2,02. Ein weiterer Vertreter aus Österreich, nämlich Sturm Graz, muss nach Lissabon reisen und zwar zu Sporting. Das ist der neue Tabellenführer in Portugal. Und Sturm Graz, Carsten, hat ja die riesige Chance weggeschmissen, am 5. Spieltag mit einem Heimsieg gegen Rakow bereits alles klarzumachen, wenn es darum geht, in die Conference League einzuziehen. Das heißt, beide Mannschaften, beziehungsweise Sporting Lissabon, ist schon sicher weiter in der Europa League. Da geht es nur noch um den Gruppensieg. Und Sturm Graz spielt maximal noch in der Conference League weiter. Allerdings steht auch das auf der Kippe, denn der direkte Vergleich gegen Rakow ist durch dieses 1-0, durch diese 0-1 Heimniederlage von vor 2 Wochen komplett ausgeglichen. Das heißt, es kommt auf das Torverhältnis drauf an. Das heißt, selbst ist es hier interessant, wie hoch vielleicht die Niederlage ausfällt von Sturm Graz im Vergleich zur Niederlage von Rakow gegen Atalanta Bergamo. Klar ist aber auch, Sporting hat alle 6 bisherigen Heimspiele, europäischen Heimspiele gegen österreichische Teams siegreich gestalten können. Plus in der Gruppenphase der Europa League haben sie überhaupt nur 3 von 23 Heimspielen verloren. Hinzu kommt auch hier wieder eine interessante Personalie, die vielleicht nicht jeder sofort auf den ersten Blick kennt, nämlich Marcus Edwards. Das ist ein Engländer, 25 Jahre, ein bisschen unter dem Radar bislang geflogen, seit Januar 2022 bei Sporting und er macht in dieser Saison wirklich einen riesigen Schritt nach vorne, hat auch schon in der Europa League getroffen und ist einer der wichtigsten Spieler momentan bei Sporting in der Offensive und unter dem Strich sage ich, es wird ein enges Spiel geben, aber Sporting wird dieses Match vor heimischer Kulisse einfach trotzdem für sich entscheiden. Sieg Sporting in Verbindung mit maximal 4 Toren zu einer Quote von 1,98. Die Rangers aus Glasgow waren international gar nicht so unerfolgreich, auch wenn sie keinen Titel geholt haben in den letzten Jahren. Jedenfalls haben sie schon für Furore sorgen können. Jetzt reisen sie nach Sevilla zu Betis. Und das ist nichts anderes als die vielleicht sogar spannendste Gruppenkonstellation vor diesem letzten Spieltag, denn wir haben aktuell Betis auf Position 1 mit 9 Punkten, wir haben Glasgow auf Position 2 mit 8 Punkten und Sparta Prag mit 7 Punkten auf Position 3. Das heißt, zwischen diesen drei Mannschaften entscheidet es sich, wobei man sagen kann, dass Sparta sogar die besten Aussichten hat, denn sollten sie ihr Auswärtsspiel beim Schlusslicht Limassol gewinnen auf Zypern, sind sie sicher in der nächsten Runde der Europa League. Das heißt, zwischen Betis Sevilla und Glasgow entscheidet sich eben dieses zweite Ticket und da sehe ich Betis dann doch in der Favoritenrolle, weil sie bislang beide Heimspiele für sich entscheiden konnten in der laufenden Europa-League-Saison und vor allen Dingen haben die Rangers in 13 Versuchen in Spanien noch nie ein Auswärtsspiel gewinnen können. Deswegen 1x, Betis holt mindestens einen Punkt, es fallen noch maximal 3 Treffer im Spielverlauf und dafür gibt es eine Quote von 1,82. Als letztes Spiel in der Europa League wollen wir Brighton gegen Marseille analysieren. Ein Team aus England gegen ein Team aus Frankreich. Beide haben allerdings einen italienischen Trainer, nämlich De Zerbi gegen Gattuso. Da ist die Frage, wer ist denn cleverer? Wer coacht besser, Alexi? Ja, erst mir die Frage vor 3 Wochen gestellt, hätte ich gedacht, De Zerbi, momentan ist die Formkurve eher in Richtung Marseille. Man ist wieder oder startet eine Siegesserie in der Ligue 1. Man will wieder an den oberen Plätzen anknüpfen. In der Europa League ist man jetzt definitiv durch.
Man will aber auch Gruppenerster werden, um sich eine Runde zu ersparen im Februar. Aber trotzdem in England tun sich die französischen Mannschaften immer schwer. Deswegen glaube ich schon, dass Marseille am Ende Gruppenzweiter wird. Was müssen wir da noch besonders beachten? Marseille mit Gattuso, du hast es gesagt, die sind zuletzt erfolgreich gewesen. Aber haben die vielleicht hinten nicht ein paar Probleme? Erst einmal die Auferstehung von Pierre-Emerick Aubameyang, der am Anfang sich sehr richtig schwer gemacht hat in der Provence, konnte kaum Fuß fassen, hat nur in der Champions League Quali getroffen gegen Panathinaikos. Ansonsten hat er große Probleme im Spiel, auch weil er wenig Bälle bekam. Aber jetzt läuft insbesondere sein Zusammenspiel mit Amin Harit, Ex-Schalke, auch richtig gut. Auch Harit in bestechender Form bei OM. Da hinten, da gebe ich dir recht, tut man sich schwer mit Balerdi, Ex-Dortmunder. Tut mir leid, mein lieber Marcel. Dazu Gigot, auch außer Form. Und Mbemba, aber trotzdem schafft es Gattuso immer mehr, jetzt die Mannschaft zu stabilisieren. Gattuso stand mäßig unter Druck, mächtig unter Druck vor noch wenigen Tagen. Aber jetzt wird OM in der Europa League spielen. Die Frage ist nur im Februar oder März. Und deswegen wird auch der Italiener auf der Bank sitzen im Januar, wenn es bei Olympique Marseille 2024 weitergeht. Du hast Marcel schon mit reingenommen, den müssen wir natürlich auch zu diesem Thema hören. Brighton oder Marseille? Weder noch. Also beide Mannschaften sind auf jeden Fall in der nächsten Runde. Wie Alexi schon angesprochen hat, geht es ja nur noch darum, wer Gruppensieger wird. Brighton braucht dafür den Sieg. Marseille reicht eben ein Unentschieden. Und ich möchte auch ganz kurz nochmal die Personalie Aubameyang aufgreifen, denn tatsächlich ist er aktuell der beste Torjäger der Europa League. Hat bereits 5 Treffer markiert, alle 5 übrigens gegen Ajax Amsterdam in Hin- und Rückspiel. Und insgesamt steht er nun bei 29 Toren in seiner eigenen Europa League-Karriere. Und damit gibt es mit Radamel Falcao nur noch einen Spieler, der besser getroffen hat. Der steht aktuell bei 30 Treffern. Das heißt, Aubameyang ist da ein Stück weit auf Rekordkurs. Trifft allerdings jetzt gegen seinen Pendant auf englischer Seite, nämlich Joao Pedro. Und der hat ebenfalls 5 Tore. Das heißt, die beiden besten Torjäger der Premier League treffen aufeinander, der Europa League treffen aufeinander. Trotzdem sage ich, es werden eher wenige Tore fallen. Denn Alexi hat auch das angesprochen, Marseille stabilisiert sich zuletzt immer mehr. Ja, in der Liga sind sie defensiv schon deutlich stärker geworden. Und Brighton hat die letzten 3 Europa League-Spiele allesamt zu 0 gewonnen. Das heißt, auch da sind sie defensiv auf europäischer Ebene deutlich besser als auf nationaler Ebene. Und deswegen sage ich unter dem Strich maximal 3 Tore. Also unter 3,5 zu einer Quote von 1. 62. Merci, Alexi. Und wir machen weiter mit der Conference League. In der Conference League reisen die Frankfurter auf Adlerflügen nach dem 5:1 gegen die Bayern nach Aberdeen. Also Aberdeen gegen die Frankfurter Eintracht. Das sollte doch für die Frankfurter positiv ausgehen. Also Carsten, erstmal Chapeau, ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe, vor der Frankfurter Leistung am Samstagnachmittag gegen die Bayern, weil wenn du 5:1 gewinnst, kannst du ohnehin nicht davon sprechen, dass es glücklich war, aber die Frankfurter waren einfach über 90 Minuten so präsent, so giftig, so aggressiv, so spielstark auch, dass es wirklich ein absolut toller Sieg war, auf den man natürlich aufbauen kann. Das hat extrem viel Selbstvertrauen gegeben, zumal so die ersten kritischen Stimmen etwas lauter wurden bei den Frankfurter nach den zuletzt schwachen Ergebnissen, nach dem Pokal aus beim Drittligisten Saarbrücken. Und das war genau die passende Reaktion, angeführt von Dina Ebimbe und auch von Marmoush, die jeweils doppelt getroffen haben, war das natürlich eine super Leistung, auf die Dino Topmüller auch ein Stück weit stolz sein wird, stolz ja, sein kann. Ja, Marcel, ich habe es ja in der Bundesliga-Sendung auch gesagt, sein Vater Klaus Topmüller hat mal gesagt, bye bye Bayern, ja. Es hat sich 30 Jahre später tatsächlich auch nochmal bewahrheitet. Ja, ihr da draußen müsst wissen, dass ich gestern 19.43 Uhr auch eine WhatsApp-Nachricht auf dem Handy hatte mit Bye Bye Bayern. Ich habe dann nur geantwortet Bye Bye Zebras. Nein, Spaß bei Sache. Spaß bei Sache. Nochmal. Spaß bei der Sache. Ja, das haben wir. Kein Problem. Spaß bei der Sache haben wir, aber Spaß beiseite wollte ich eigentlich sagen. Ich sage meinen Tipp, Aberdeen gegen Frankfurt, ungeschnitten, Carsten. Wir hauen das einfach heute ungeschnitten raus. So sieht's aus. Nein, Aberdeen trifft nicht 2:42 ist mein Tipp, meine Quote. Das heißt, ich gehe ein bisschen ins Risiko, sage aber, dass man Aberdeen zu Hause nicht unterschätzen darf. Aber sie stehen eben auch nur auf Platz 9 in der schottischen Liga. Deswegen Frankfurt dann doch klare Vorteile. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie diesmal die weiße Weste wahren. Und als letztes Spiel Fenerbahce gegen Spartak Trnava. Das hast du sehr schön ausgesprochen.
ich sag mal so, Fenerbahce und die Conference League, das ist bislang noch keine innige Liebesbeziehung. Ja, Fenerbahce mit großen Problemen, haben zuletzt 1-6 verloren gegen Nordschirland. Jetzt aber haben sie tatsächlich doch noch die Chance bekommen, im letzten Heimspiel das Ding in die eigene Richtung zu lenken. Das heißt, sie können weiterkommen, brauchen einen Sieg zu Hause gegen Trnava. Ich gehe davon aus, dass dieser gelingen wird, weil Trnava eben auch schon abgeschlagen letzter ist, haben erst einen Punkt geholt, bereits 11 Gegentreffer kassiert. Und Fenerbahce hat zumindest die beiden bisherigen Heimspiele in der Conference League Gruppenphase siegreich gestalten können, angeführt von Michy Batshuayi, dem ehemaligen Dortmunder. Der hat bereits 3 Tore erzielt, spielt in der Liga eigentlich gar keine Rolle. In der Europa League hingegen 4 Torbeteiligungen in 5 Partien. Und deswegen sage ich, Fenerbahce wird dieses Spiel gewinnen und wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit das Ding in die eigenen Bahnen lenken. Und deswegen über 1,5 in der ersten Halbzeit, also mindestens 2 Treffer vor der Pause zu einer Quote von 2,0. Ja, und als kleines Schmankerl zum Advent hast du uns ja auch noch eine Kombi-Wette anzubieten. Ganz genau, so sieht's aus, als kleines Schmankerl zum zweiten Advent. Und zwar 2 Tipps, die ich mir rausgesucht habe, beide zu einer Quote von 1,45, nämlich Dynamo Zagreb gewinnt zu Hause gegen Balkani. Balkani, der größte Außenseiter dieses Wettbewerbs, der aber tatsächlich die Chance hat, einzuziehen in die nächste Runde in der Conference League. Trotzdem wird es die Aufgabe natürlich in Zagreb in Kroatien bei der heimstarken Mannschaft von Dynamo sehr, sehr schwer. Deswegen 1,45 Sieg Dynamo Zagreb. Und bei der anderen Partie gehe ich zu der Frankfurter Gruppe, nämlich zu PAOK Saloniki gegen Helsinki. Und da muss man sagen, Helsinki schon sicher letzter, dass sie haben beziehungsweise sicher raus aus dem Wettbewerb. PAOK ist schon sicher weiter als erster. Trotzdem werden sich zu Hause nicht die Blöße geben wollen. Deswegen auch hier 1,45 Sieg PAOK und unter dem Strich gibt diese beiden Quoten multipliziert miteinander eine 2,10, das heißt eine ungefähr eine Verdopplungsquote, das heißt 10 eingesetzte Euro, 21 Euro zurück. Sehr schön, vielen Dank Marcel. Hier ist die Übersicht zur Europa League und zur Conference League. Könnt ihr euch nochmal ganz in Ruhe anschauen und der Hinweis: Natürlich geht es weiter in der Bundesliga, in der zweiten Liga, dritte Liga, international. Also weiter volles Programm hier bei uns bei der Wettbasis.